Ja, hallo und herzlich willkommen zum Söldner-Treffen. dem letztverbleibenden Spielmodus von Resident Evil 5. Mhm. Wir können uns jetzt hier einen Charakter auswählen. Ja. Wenn wir mal hier gucken, wir haben Chris Redfield in Vollmetall. Sheva als Märchen-Variante. Sieht richtig gut aus. Ja. Josh als Josh. Excella. Yay. Wir haben Chris als Apokalypse. Meine Fresse, sieht das toll aus. Schon voll. Wir haben Sheva als Büro-Stude. Wir haben Barry dabei, den kennt man aus dem ersten Teil. Ja. Und wir hatten Rebecca dabei. Rebecca. Und ich glaube, es geht... Ne, okay, alles klar. Das sind die Charaktere, die wir hier zur Auswahl haben. Okay, wen nehme ich denn? Alle in unterschiedlicher Variation. Mhm. Mit unterschiedlicher Ausstattung auch. Ja. Yep. Sie hat ein Ei dabei, wie schön. Ja, wahrscheinlich fürs Körbchen. Als Rotkäppchen. Du hast gewählt? Ja. Yep. Ja, ich überlege gerade noch. Ne, ich noch nicht. Okay. Aber von den Waffen her würde ich fast sagen, wird es Barry werden. Barry, cool. Mhm. Und dann sage ich mal bereit. Und der Timer sollte ich auch mal starten. So, hier geht es darum, dass man auch Zeit einsammelt. Also diese Säulen, da gibt es so Säulen auf der Map verteilt. Die bringen Zeit und halt die ganzen Gegner umbringen. Okay, da warst du auf jeden Fall schon besser Bescheid als ich. Ja, aus Mercenaries 3D halt. Das ist ja dasselbe Prinzip. Okay. Ach ja, und Kombo-Zeiten gibt's auch noch. Geil, eine Pfeife. Also Exceller ist echt eigen. Okay. Vorne ist Zeit. Ich sehe auch. Mal hier gucken, wie ich da hochkomme. Da auf jeden Fall nicht. Mit dem Absatz ins Gesicht. Super. Oh, das ist schlecht. Mich selbst anzünden wollte ich eigentlich nicht. So, hört das Feuer dann auch mal auf? Dann würde ich nämlich gerne noch mal gucken, was denn da die Zeit ist, die ich gerne holen würde und wie ich denn da dran komme. Okay. Was ist denn, du Kopfloser? Wie komme ich denn da drüben auf das Dach hoch? Da. Ach hier, wir sind in der ersten Karte, klar. Okay. Mhm. Dann weiß ich jetzt, wie ich da hochkomme. Dann kann ich uns nochmal zweimal Zeit holen. Einmal. Okay. Einmal ins Haus rein. Und nochmal Zeit. Okay, aber die Karte ist, glaube ich, noch offener als im Spiel, im Hauptspiel. Da gibt es Wege, die sind im Hauptspiel nicht offen gewesen. Mhm. Ich überlege gerade, ob wir die ganze Zeit haben. Mhm. Ah. Was? So. Ob wir die ganze Zeit eingesammelt haben schon? Ich glaube schon, oder? Alter. Okay.
Ah, hier. Muss ich doch hier aber noch was? Okay. Ja. Oh, feige hier, du. Penner. Na, weg. So, hier rüber. Ja. Oh je, ich habe einen mit einer Axt gehört. Okay. Da ist er auch. Der kommt gerade zu dir hoch. Oh ja, der ist ein bisschen flexibler als sonst. Ah, komm. Magnum-Munition, okay, die ist für dich. Ja. Oh, natürlich. Ach, da ist noch Zeit. Okay, noch was verpasst? Ja, hier in der Kiste war noch Zeit. Ach so, komm, wow. Zeit. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, schnell, schnell. Cool. Alter, ist hier voll. Wieso habe ich jetzt Magnum-Muni eingesammelt? Hast du ein Maschinengewehr? Ja. Okay, dann bitteschön. Und lauf. Na komm, lauf. Hey, Lexi, lass Moves. Das war so klar. Der eine hält mich fest und er geht mit der Axt auf mich drauf. Das war so klar. Ich habe leider nichts zum Heilen. Mhm. Nicht gut. Oh, haut ab, haut ab, haut alle ab. Okay, der Fette ist weg. Cool. Also ihre Moves sind echt geil. Okay. Passt zu ihr. Wenn man von hinten den Knien den Gegner angreift, dann verpasst dem eine Spritze in den Hals, wie bei Wesker. Ah, okay. So, 17er Kombo. Jetzt sind keine Gegner mehr da, toll. Da ist einer. Wenn die Map leer ist, ist die Mission sowieso vorbei. Bitte? Wenn die Map leer ist, ist die Mission sowieso geschafft. Achso. Okay. No! Wo bist du? Ja, oben. Scheiße. Nein. Scheiße. War ein Kraut. Ich bin tot. Mhm.
Ja. Bei mir warst du gerade schon in Flammen. Ach Mann. Schade. Ja. Chill, laber nicht so viel. Okay. Also nochmal. Aber sah es eigentlich gar nicht schlecht aus. Mhm. So, einmal. Zweimal. Fürs Wegschieben. Sehr schön. Der hat so blöd gelacht wie Irving. Okay. Na, verdammt. Und so viele Granaten. Und er ist Hilfespray. Oh, der Axttyp ist da. Jetzt habe ich Gewehrmuni und Magnumuni, wenn ich beides nicht habe. Okay, der Axttyp hat sich auch schon erledigt. Oh, Wahnsinn, ich habe auch mal einen Erste-Hilfe-Spray gefunden. Ja, ich habe auch eins da unten gesehen. Ich kann damit ja nichts anfangen. Ja.
läuft es wenigstens problemfrei bisher. Ja, bislang schon. Okay, ich habe glaube ich auch wahrscheinlich schon Munition aufgesammelt, die für dich gleich interessant sein könnte. Uah. Mhm. Na komm, wenn jetzt gerne nochmal ein Gegner hier wäre, dann. Na schade, das ist die Kombi vorbei. Schade, schade. Wow. Kann ich nicht mitnehmen. Oh, der nächste Axt-Typ. Oh. Schackelt alle ab. Oh ne, auch noch so einer. Mhm. Sei tot. Okay. Ist nichts drin? Oh, der war gut. Der Arsch lebt noch. Nee, der ist tot jetzt. Okay. Wir schaffen das. Mhm. Sieht gut aus, ja. Oh, Spinne, geh von mir runter, ey, ich schwör's. Ende der Mission, alles klar. War noch eine Axt, super. Ja, ich hatte gerade einen Fleischfresser da vor mir, so ein Vieh. Ja, stimmt, der war auch noch da. Mhm. Puh. Ja. Aha. Ja, nicht schlecht, okay. Maxi-Kombo 39, warst du das? Na, wir zusammen. Zusammen, ja? Das zählt ja zusammen. Ah, das zählt. Ah, das ist auch zusammen. Alles klar. Mhm. Weil meine Max-Kombo eben war, glaube ich, 38 oder so. Wenn ich das richtig gesehen habe. Dann passt das sogar fast. Wir haben noch unter 20 Minuten, aber wir könnten dann quasi jetzt beenden. Ich würde auch sagen, ein Part pro genau. Versammlungsdings, genau. Ja? Ja, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.